Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen! Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Heute geht es ums Thema Stampin' Up! Demonstratorin und Stampin' Up! Demonstrator werden. Und wenn euch dieses Thema interessiert, würde ich mich freuen, wenn ihr bei diesem Video dabei bleibt. Vorab noch ein paar kleine Infos zu diesem Video. Ich habe zu diesem Thema schon mehrere Videos gemacht und ein großes Grundvideo, aber das ist schon so lange her, dass ich mir gedacht habe, ich mache jetzt wieder ein aktuelles, ein neues mit allen Fragen, die ich gefunden habe, die mir noch so eingefallen sind und die in dem Laufe der Zeit auf mich zugekommen sind. Die habe ich jetzt alle in dieses Video gepackt. Und damit ihr euch da ein bisschen leichter tut und die Fragen vielleicht schon besser suchen könnt, werde ich hier unten am Videorand so eine weiße Zeitleiste machen. Da könnt ihr zu den verschiedenen Fragen springen. Und unten in der Infobox unterhalb von diesem Video werde ich das auch nochmal auflisten. Da seht ihr dann alle Fragen, die ich in diesem Video beantworte und könnt direkt darauf klicken, wenn euch ein bestimmtes Thema interessiert. Oder wenn ihr nochmal nachschauen und nachhören möchtet. Genau. Und eine Sache noch, ich werde das ganze Video so durchsprechen, dass ich sage Stampin' Up! Demo. Das bezieht sich natürlich auf Mann und Frau. Also fühlt euch alle angesprochen und herzlich eingeladen, zu unserer Stampin' Up! Familie dazuzugehören. Ja, legen wir los. Die erste Frage ist natürlich, was macht ein Stampin' Up! Demo? Ein Stampin' Up! Demo stellt die Produkte von Stampin' Up! Vor und verkauft die. Also Stampin' Up! Ist ein Direktvertrieb und man kann immer nur über einen Demonstrator oder eine Demonstratorin eine Bestellung aufgeben und die Produkte bestellen. Diese Person, also diese Demo, ist natürlich dann auch zuständig dafür, wenn irgendwas mit der Bestellung nicht in Ordnung war, dass es sich darum kümmert, dass das dann wieder passt. Und diese Person bekommt natürlich dann auch die Provision dafür, für diese bestellten Produkte. Wie man das Ganze macht, also wie man seinen Demonstratoren sein auslebt oder wie man das halt macht einfach, das ist jedem selber überlassen. Das heißt, wenn jetzt jemand sagt, ich möchte gerne was sparen und möchte Stampin' Up! Demonstrator werden, möchte aber nur für mich selber bestellen und überhaupt nichts mit Kunden zu tun haben oder nicht für jemand anders bestellen, dann ist das absolut in Ordnung und genau richtig. Genauso aber, wie jemand das sagt, wie wenn jemand sagt, ich möchte gerne Kunden bekommen, ich möchte gerne Workshops haben, ich möchte gerne Bastelpartys machen oder ich möchte bei YouTube einen Kanal machen oder ich möchte bei Instagram was posten oder so. Das ist alles jedem selbst überlassen, da gibt es keine Vorschriften und Bestimmungen von Stampin' Up!, sondern das darf jeder so machen, wie er möchte. Was sind die Verpflichtungen? Also man hat die Verpflichtung, dass man als Stampin' Up! Demonstrator, um das zu bleiben, im Quartal, also in 3 Monaten, einen Quartalsumsatz von 300 CSV erwirtschaften muss. Umgerechnet sind 300 CSV aktuell 365,05 €. Das ist dieser Betrag, den man erwirtschaften muss. Den kann man über eigene Bestellungen machen oder eben über Kundenbestellungen oder wenn man sagt, ich bestelle mit einer Freundin zusammen oder mit einem Freund, dass man das dann als Quartalsumsatz, als bestellbaren Umsatz machen muss in diesem Quartal, also innerhalb von 3 Monaten. Was ist, wenn man diesen Quartalsumsatz nicht schafft? Wenn man diesen Quartalsumsatz in diesen 3 Monaten nicht schafft, dann hat man immer noch einen zusätzlichen Monat, das nennt sich Pending-Monat, in dem man diesen Quartalsumsatz quasi aufstocken kann und noch schaffen kann. Ganz am Anfang gibt es auch eine besondere Regelung, das heißt, wenn man ganz frisch als Demonstrator einsteigt, dann zählt erst das erste volle Quartal zu diesem ganzen Zeitraum. Das heißt, als Beispiel, wenn ich jetzt im Februar einsteige, dann muss ich meinen Quartalsumsatz erst bis Juni schaffen, also meinen regulären, und habe dann noch diesen Pending-Monat Juli dabei. Das heißt, Januar, Februar, März, das ist das erste Quartal, das ist ein angefangenes Quartal. Das zählt noch nicht, also das zählt natürlich auch, was man da schon bestellt hat, zählt natürlich auch rein. Aber in dieser Zeit muss man das noch nicht schaffen, sondern man hat dann noch 3 Monate Zeit, in dem Fall bis Juni, Ende Juni, um diesen Quartalsumsatz zu schaffen. Und dann noch den zusätzlichen Pending-Monat Juli. Das heißt, wenn ich im Februar einsteige, ganz neu als Stampin' Up! Demonstrator, hätte ich bis Ende Juli Zeit, diese 365 € Umsatz zu machen. Und wenn ich schon eine Weile dabei bin als Stampin' Up! Demonstrator, habe ich immer diese 3 Monate und einen zusätzlichen Monat, diesen Pending-Monat als Reserve-Monat sozusagen. Was sind die Vorteile als Stampin' Up! Demonstrator? Als Stampin' Up! Demonstrator spart man sich 20% vom Nettokatalogpreis, also 20% auf jedes Produkt, das man bestellt.
vom Netto-Katalogpreis. Das ist wichtig zu beachten. Und man kann das Ganze noch steigern auf 25%. Somit kann man sich bei seiner Bastelleidenschaft noch vielleicht das ein oder andere dazu packen und hat da ja eine tolle Möglichkeit auch zu sparen an den Produkten. Außerdem gibt es ein tolles Starter-Set, das werde ich gleich erklären im nächsten Punkt, da gehe ich gleich drauf ein. Man kann an tollen Veranstaltungen von Stampin' Up! Teilnehmen, zum Beispiel am Onstage oder auch bei verschiedenen Online-Events teilnehmen. Das darf man manchmal auch als Kunde, aber fast ausschließlich nur als Demonstrator. Außerdem hat man natürlich die Möglichkeit, die Kataloge früher zu bestellen, früher zu stöbern und früher mit den ganz tollen neuen Produkten zu basteln und sich da schon mal vorab auszutoben. Auch das ist natürlich ein Vorteil zum Gegenüber als Kunde, da kriegt man die Kataloge nicht früher zu sehen. Und man hat auch die gleichen Vorteile wie auch als Kunde. Das heißt, wenn ich für 200 Euro eine Bestellung aufgebe, bekomme ich natürlich auch die 10% Shopping-Vorteile, die sich auch genauso staffeln wie bei einem Kunden. Oder die Celebration-Produkte erhält man auch gratis als Demonstrator. Wenn man diese bestimmten Bereiche, diese bestimmten Beträge erreicht, kann man die sich natürlich auch zusätzlich aussuchen. Oder wenn ein versandkostenfreier Tag ansteht, dann kann man das als Demonstrator natürlich genauso nutzen. Und man bekommt auch Hilfestellungen von Seiten von Stampin' Up. Auf der Homepage von Stampin' Up zum Beispiel, es gibt eine spezielle Demonstratoren-Webseite, die man dann besuchen kann und wo man wirklich ganz tolle Informationen für sich finden kann und viele Hilfestellungen erhält. Was ist das Starter-Set? Wenn man Stampin' Up-Demonstrator werden will, dann bestellt man sich zuallererst immer ein Starter-Set. Und das Starter-Set ist so, dass man 129 Euro bezahlt und sich Produkte im Wert von 175 Euro aussuchen darf. Man muss beim Starter-Set keine Versandkosten bezahlen und man bekommt zusätzlich von Stampin' Up! Ein Geschäftsmaterialpaket dazu. Das sind zum Beispiel Kataloge drin und Flyer. Und dieses Geschäftsmaterialpaket wird von Stampin' Up! Gepackt. Das heißt, da hat man keine große Auswahlmöglichkeit in der Regel. Aber das Starter-Set, das könnt ihr euch komplett selber zusammenstellen. Das heißt, wenn ihr schon Produkte habt von Stampin' Up! Oder sagt, ich habe schon einen Papierschneider, egal von welcher Firma, ich brauche keinen mehr, dann nehme ich lieber die Stempelsets und das und das. Also das könnt ihr euch ganz frei entscheiden und ganz frei in euer Set legen. Da müsst ihr nichts irgendwas Vorgeschriebenes nehmen. Das ist alles komplett frei wählbar. Das Starter-Set ist ein Angebot von Stampin' Up!, das im ganzen Jahr gültig ist. Und es gibt immer verschiedene Bereiche im Jahr, zum Beispiel zur Celebration, wo dieses Starter-Set vielleicht noch erweitert ist, wo es noch ein tolles Zusatzangebot gibt, wo man sich vielleicht mehr Produkte aussuchen darf oder wo es noch was Cooles dazu gibt, wie einen Papierschneider oder eine Glasunterlage oder egal. Also es gibt da manchmal auch Angebote, die natürlich zum Einsteigen noch ein bisschen mehr einladen. Aber grundsätzlich ist das Starter-Set fürs ganze Jahr ein tolles Angebot, um bei Stampin' Up! Einzusteigen. Wichtig ist, dass das Starter-Set nicht zum Quartalsumsatz zählt, also das ist extra. Das ist ein eigenes Angebot und der Quartalsumsatz geht dann erst los, wenn man quasi die Anmeldung hat und ja, loslegt als Stampin' Up!-Demonstrator. Und was auch wichtig ist, wenn ihr während der Celebration einsteigt bei Stampin' Up!, also im Bereich von Januar bis Februar, eines Jahres und die Celebration gerade am Laufen ist, dann darf man sich fürs Starter-Set keine Celebration-Artikel aussuchen. Also das ist ein ganz spezielles, separates Angebot und ist nicht mit anderen Sachen kombinierbar. Wo gibt es Informationen für Einsteigerangebote? Also alle Informationen, generell alle Aktionen, die Stampin' Up! Bietet, findet ihr immer auf meiner Webseite www.babsis-bastelwerkstatt.de. Dort könnt ihr auch meinen Newsletter abonnieren und werdet dann auch immer noch separat angeschrieben. Und auch hier bei YouTube werde ich unter den Community-Beiträgen immer aktuelle Aktionen oder Einsteigerangebote posten, damit ihr natürlich da auch auf dem Laufenden seid. Aber auf meiner Webseite könnt ihr jederzeit vorbeischauen und auch alle anderen Aktionen immer genau anschauen. Was sind die Nachteile als Stampin' Up!-Demonstrator? Das Einzige, was mir wirklich eingefallen ist als Nachteil oder als Sache, die man verändern könnte, wäre, dass ein Stampin' Up!-Demonstrator zum Beispiel die Kataloge für die Kunden selbst kauft und dann an seine Kunden weitergibt. Also das Werbematerial wird einem nicht zur Verfügung gestellt, sondern das kauft man. Und dann gibt es noch vielleicht zwei Pünktchen, die aber eigentlich, ja. Der eine ist, es könnte zu Platzmangel führen.
Man sieht es hier, bei mir steht schon sehr viel rum. Also es kann schon sein, dass sich da ganz schön viel ansammelt. Vielleicht könnte man noch ein kleines bisschen bastelverrückter werden. Und was fällt mir noch ein? Ja, es könnte zur Bastelsucht werden. Also man kann schon süchtig werden nach diesen tollen Sachen. Aber das kann man natürlich als Kunde auch. Geht ganz genauso. Also so ein richtiger Nachteil, ehrlich gesagt, ist mir nicht eingefallen. Ich finde das mit den Katalogen, das könnte man ändern. Und ja, gut, natürlich hat man als Demonstrator auch die Versandkosten zu bezahlen, aber das geht ja den Kunden genau gleich. Und von dem her, ja. Man muss zum Beispiel, wenn man jetzt das Ganze ausprobiert und nicht als Demonstrator sagt, das ist doch nichts für mich, dann muss man auch nichts zurückzahlen oder man hat auch keine Lager, also man darf auch nichts lagern von Stampin' Up aus. Das ist auch sehr gut eigentlich. Also das finde ich als Vorteil, dass man da keine Vorschriften hat, ein Lager anzulegen oder so, sondern das ist alles, was man selber benutzt, was man selber möchte, aber nicht für die Kunden ein Lager oder so. Also das, ja, es ist ein tolles Hobby, ein toller Beruf, je nachdem, wie man das ausleben kann und möchte. Ich bin sehr froh, dass ich mit Stampin' Up so einen wunderbaren Beruf haben darf. Welches Team passt für mich? Also, wenn man sich entscheidet, Stampin' Up Demonstrator zu werden, dann steigt man immer bei einer Person ins Team ein. Das heißt, bei jemand, der schon Stampin' Up Demonstratorin oder Stampin' Up Demonstrator ist. Und ich glaube, der allerwichtigste Punkt ist, dass man sich bei dieser Person wohlfühlen kann. Das heißt, dass man mit dieser Person sympathisch ist, dass man sagen kann, ich könnte mich in diesem Team wohlfühlen. Ich glaube, ich kann meine Fragen an diese Person immer stellen. Diese Person ist für mich da und hilft mir. Und ich habe das Gefühl, wir könnten uns sympathisch sein, sozusagen. Ich glaube, es ist gar nicht so wichtig, dass man im nächsten Ort wohnt oder in der Nähe von der Person. Man kann sich viel übers Internet natürlich auch treffen oder über verschiedene andere Dinge austauschen, wie zum Beispiel die Geburtstagspost oder egal. Oder man kann auch einfach telefonieren. Also es ist wichtig, dass man mit der Person sich vielleicht auf einer Wellenlänge befinden könnte. Also wichtig ist einfach, dass man sich bei seiner Teamleiter oder Leiterin, also bei seiner Upline, das ist so der offizielle Begriff von Stampin' Up, bei seiner Upline wohlfühlen kann, dass man sich sympathisch ist und dass man das Gefühl hat, da kann ich mich ins Team mit einfügen. Was macht mein Team aus? Vielleicht kurz als Vorspann. Ich habe das damals in meinem alten Video schon gesagt. Ich habe mir damals ganz viele Gedanken über meinen Teamnamen gemacht und mein Teamname ist jetzt Bastelwerkstatt Bande. Und das sind drei Begriffe drin, die sie mir wichtig sind oder eigentlich die Bande hauptsächlich. Die Bande ist in dem Sinn wichtig, weil es eine Gemeinschaft und einen Zusammenhalt bildet für mich, dieses Wort. Band oder Bänder, damit basteln wir natürlich. Und Band ist diese dritte Idee dahinter, hat mit Musik zu tun und ist einfach was mich schon mein Leben lang begleitet und was auch irgendwie zu mir gehört. Deswegen gibt es bei mir die Bastelwerkstattbande, das ist mein Team. Was macht mein Team aus? Was macht die Bastelwerkstattbande aus? Also ganz besonders und ganz wichtig ist bei uns im Team der Teamzusammenhalt, glaube ich. Also dieser Austausch unter Bastelverrückten, wenn man das so sagen darf, im allerpositivsten Sinn. Einfach dieser kreative Austausch im Team von lauter Leuten, die gerne basteln und die da vielleicht auch gern was Neues entdecken oder die einfach einen Austausch haben, weil sie vielleicht im Umfeld nicht so viele Leute kennen, die auch basteln. Einfach dieses Gemeinsame, diese Gemeinschaft und dieser Zusammenhalt ist einfach wunderschön und wichtig. Wir haben im Team auch tolle Teamaktionen. Zum Beispiel machen wir eine Geburtstagsliste. Das heißt, jeder, der Lust hat, und das gilt für alles und das ist auch ganz wichtig, wenn jetzt jemand sagt, ich möchte zwar gerne in dein Team einsteigen, aber ich will mich an dem allen nicht beteiligen, das ist absolut in Ordnung. Also das darf jeder so entscheiden, wie er möchte. Und wer halt möchte, darf sich auch in die Geburtstagsliste eintragen und dann darf er für diejenigen, die dabei sind in der Liste und für eine Geburtstagskarte basteln und bekommt dann selber an seinem Geburtstag auch Geburtstagspost. Und das ist halt wirklich was Wunderschönes, weil man dann tolle, selbstgemachte, wunderschöne Karten bekommt am Geburtstag und da sein Briefkasten voll ist mit schöner Post und man sich da richtig freuen kann. Aber es gibt natürlich auch andere Aktionen im Team. Zum Beispiel hatten wir jetzt auch den Adventskalender, der ist auch im Team organisiert worden. Also es geht nicht immer alles von mir aus, sondern es kann sich auch jeder einbringen und sagen, ich hätte da eine Idee, wollen wir, wer mag.
Man kann sich da austauschen, da kann sich auch eine kleine Gruppe zusammenbilden oder so, dass man da verschiedene Aktionen macht. Wir hatten auch das Wichteln zum Beispiel schon, dass wir uns gerade an Weihnachten, dass man jedem einen Wichtel zugelost hat und dass man dann so eine Wichtelaktion gemacht hat, dass man da eine Kleinigkeit verschickt. Und ja, dass man einfach in der Gemeinschaft sich austauschen kann, wenn man das möchte, dass man in einer WhatsApp-Gruppe ist, dass einem da auch gleich geholfen wird, wenn man eine Frage hat, kann man die da einfach reinstellen oder wenn man was gebastelt hat, dass man das den anderen auch zeigen kann, dass es einfach auch einen kreativen Austausch gibt in unserer Gruppe. Wir haben jeden Monat ein Online-Team-Treffen, das heißt, wer da möchte, kann teilnehmen und da wird auch gebastelt gemeinsam und gequatscht und machen wir einfach eine kleine Online-Aktion. Das heißt, man muss auch hier an dieser Stelle nicht in meiner Nähe wohnen, sondern das machen wir einfach online. Und einmal im Jahr gibt es auch ein Live-Treffen, also ein Treffen, wo wir uns wirklich in echt sehen und uns einfach auch mal umarmen können und ja, gemeinsam basteln und einfach einen schönen Tag verbringen können. Hilfe gibt es natürlich immer von meiner Seite aus, also da könnt ihr mit allen Fragen jederzeit zu mir kommen. Ich habe auch für meine Einsteiger eine kleine Mini-Lektüre geschrieben, wo man sozusagen auch mal schriftlich ein bisschen nachlesen kann, wenn man Hilfe braucht in der Webseite zum Beispiel, wie man das alles macht, wie man das anlegt. So eine kleine Schritt-für-Schritt-Anleitung und so. Und die bekommt jeder, der einsteigt, natürlich dazu. Es gibt auch ein kleines Einsteigergeschenk und es gibt auch was, wenn man Titelaufstiege hat oder sowas. Aber das ist nicht der ausschlaggebende Punkt, sich für ein Team zu entscheiden, sondern ja, ich glaube, es geht um die Sympathie und um das, wie man das gerne selber haben möchte. Und auch nochmal kurz erwähnt, es ist wirklich auch absolut in Ordnung, wenn ihr in mein Team einsteigt und sagt, ich möchte meine Ruhe haben. Ich möchte einfach nur bei der Babsi im Team sein. Alles gut. Jeder darf das so machen, wie er möchte. Welche Anforderungen hast du, Babsi, wenn ich in dein Team einsteigen möchte? Ich habe mir auch Gedanken gemacht, ob ich Anforderungen habe für jemand, der in mein Team einsteigen möchte. Und die erste Anforderung ist, glaube ich, eine ganz leichte Anforderung, denn ja, einfach Freude am Kreativsein, am Basteln zu haben, ist wahrscheinlich die Grundvoraussetzung überhaupt. Also das wäre so der Punkt 1. Und dann habe ich noch zwei Punkte. Zum einen die Eigenverantwortung. Also jeder, der Stampin' Up! Demonstrator werden möchte, ist ja natürlich auch ein Stück weit für sich selber verantwortlich. Und mir geht es darum, dass wenn jetzt jemand einsteigt, und dass man sich auch selber um die Dinge kümmert, die man so machen möchte. Also wenn jetzt zum Beispiel jemand YouTube-Videos machen möchte, dann kann ich dann natürlich immer Hilfestellung geben und kann gewisse Sachen erklären und sagen, wo man vielleicht auch noch nachschauen kann und so weiter. Aber am Ende muss man das immer selber ausprobieren, selber machen und selber dazulernen. Und diese Eigenverantwortung finde ich sehr wichtig. Gerade wenn jemand sagt, ich möchte mehr Kunden gewinnen oder so, dass man dann auch selber einfach was machen muss. Und da eine gewisse Eigenverantwortung hat. Also man kann mit jeder Frage immer zu mir kommen und kann die bei mir stellen, im Team stellen, kann in der Mini-Lektüre nochmal nachlesen oder wie auch immer. Aber man muss trotzdem ein kleines bisschen selbst für sich verantwortlich sein und eine Eigenverantwortung einfach haben. Und das andere ist, wenn sich jemand sagt, ich möchte gerne mich ins Team integrieren und ich möchte mit dabei sein, das ist ganz wichtig, dass man einen freundschaftlichen, kollegialen und respektvollen Umgang miteinander hat. Also man trifft ja da vielleicht auch auf andere Charaktere und dass man einfach als Gruppe eine Gemeinschaft ist und ein gutes Team. Und ich möchte noch sagen, jeder ist willkommen in meinem Team. Also egal, ob jemand sagt, ich möchte wirklich nur für mich bestellen, ich möchte auch ein bisschen Austausch vielleicht oder auch nicht, jeder ist herzlich willkommen in meinem Team. Wie meldet man sich an bei Stampin' Up? Bei Stampin' Up! Ist es so, die Webseite hat sich jetzt nochmal verändert. Diese Anleitung, die ich euch schon mal zur Verfügung gestellt habe, habe auch. Also das kann sein, dass sich das immer wieder verändert. Und deswegen möchte ich euch da ein Schritt-für-Schritt-Anleitungsvideo nochmal aufnehmen, wo ich diese ganzen Schritte einzeln zeige. Grundsätzlich meldet man sich auf der Demonstratoren-Website, auf der ganz normalen Stampin' Up!-Webseite an. Das ist www.stampinup.de. Und dann gibt es oben einen Reiter, wo dran steht, als Demonstrator einsteigen und dann klickt man da drauf und dann kommt man unten auf so ein Feld und dann kann man jeden Schritt einzeln durchgehen. Aber ich versuche euch da das Video noch aufzunehmen und ich werde euch das, glaube ich, hier in dieser Ecke dann verlinken. Dann könnt ihr nochmal genau nachschauen, wie das Schritt für Schritt wirklich funktioniert. Ist eine Gewerbeanmeldung notwendig? Diese Frage ist wirklich sehr wichtig und kommt immer wieder. Und
Dazu möchte ich ganz klar sagen, also man unterschreibt den Vertrag mit Stampin' Up als gewerbetreibende Person. In Deutschland ist es so, man muss ein Gewerbe anmelden, sobald man Gewinnabsicht hat. Man unterschreibt aber den Vertrag mit Stampin' Up als gewerbetreibende Person. Egal, ob man für Kunden bestellen möchte oder ob man für sich selber bestellt und sich dabei was spart. Also dieser Punkt ist wichtig, dass Stampin' Up einen als gewerbetreibende Person ansieht. Ist zum einen wichtig, weil man dann auch gewisse Dinge, zum Beispiel kann man als Kunde, wenn einem ein Artikel nicht gefällt, den einfach zurückschicken wegen Nichtgefallen. Als Demonstrator, also eine gewerbetreibende Person, kann man das nicht einfach zurückschicken, wenn einem das nicht gefällt, das Produkt. Wenn das natürlich defekt ist oder so schon, klar, dann kann man es umtauschen, aber eben nicht, weil es mir nicht gefällt, kann ich es nicht zurückschicken. Und es ist eben wichtig, dass ihr euch in diesem Punkt mit eurem Steuerberater in Verbindung setzt und nochmal genau nachfragt. Oder ob ihr sagt, ich mache eine Gewerbeanmeldung, dann bin ich auf der sicheren Seite. Also der Vertrag wird mit Stampin' Up unterschrieben als gewerbetreibende Person. Punkt. Was passiert, wenn man kein Stampin' Up Demonstrator mehr sein möchte? Also man hat die Möglichkeit zu kündigen, einfach mit einer E-Mail an den Support von Stampin' Up, oder man bestellt einfach nicht mehr. Also wenn man diese 3 Monate Quartalsumsatz, wenn man einfach nicht mehr bestellt und den Quartalsumsatz noch nicht erreicht hat und auch in diesem Pending-Monat, in diesem Zusatzmonat diesen Quartalsumsatz nicht erreicht, dann ist man einfach kein Demonstrator mehr, kein aktiver Demonstrator mehr. Und dann muss man auch nichts weitermachen, also dann ist man quasi kein Demonstrator mehr. Man muss da nichts zurückgeben oder irgendwas zurückzahlen oder keine Ahnung. Das läuft einfach aus und fertig. Ist ein Wiedereinstieg möglich? Ja, also man kann jederzeit wieder als Stampin' Up Demonstrator einsteigen. Es gibt nur eine bestimmte Frist und zwar ist diese Frist 90 Tage. Wenn ihr euren Quartalsumsatz nicht erreicht habt, diesen zusätzlichen Pending-Monat hattet und dann quasi ausgeschieden seid als Stampin' Up Demonstrator, habt ihr einen Zeitraum von 90 Tagen. Wenn ihr in diesem Zeitraum wieder einsteigt, das ist grundsätzlich möglich, steigt ihr einfach bei der gleichen Upline, also bei der gleichen Teamleitung ein, in der ihr bereits im Team wart. Wenn ihr nach diesem Zeitraum von 90 Tagen wieder einsteigt, dann könnt ihr euch auch einen anderen Demonstrator als Teamleitung aussuchen. Ist ein Teamwechsel möglich? Ja, also ein Teamwechsel ist möglich, gibt aber bestimmte Dinge, die man da beachten muss. Zum einen die 90 Tage müssen eingehalten werden, das heißt nach Beendigung der Kündigung oder nach dem Ablauf dieses Pending-Monats muss man 90 Tage warten und wenn man sich dann wieder anmeldet als Demonstrator, als neuer Demonstrator, dann kann man sich wieder seine Upline, also seinen Teamleiter aussuchen, seine Teamleiterin. Wenn man innerhalb von diesen 90 Tagen einsteigen würde, wäre man wieder beim gleichen, wo man vorher war. Das heißt, wenn ich einen Teamwechsel haben möchte, dann muss ich diese 90 Tage dann warten. Und wichtig ist, man muss dann wieder von ganz vorne anfangen. Das heißt, man fängt wieder bei Null an. Wenn man schon ein Teammitglied zum Beispiel hatte, dann kommt das nicht mit einem. Das müsste theoretisch dann auch kündigen, wenn man sich schon diese 25% sofortiges Einkommen, also dieses Sparen mit 25% erreicht hätte, das würde auch wieder von Null anfangen. Also man setzt da wirklich einen Cut nach 90 Tagen und fängt wieder ganz von vorne an. Das muss man immer beachten und deswegen ist auch wichtig, dass man sich ja vorher schon mal Gedanken macht, in welches Team man einsteigen möchte. Muss man selbst ein Team aufbauen? Nein, muss man nicht. Also man kann das wieder so wie auch alles andere selber einteilen, selber so machen, wie man möchte. Man ist da überhaupt nicht verpflichtet, Teammitglieder zu werben oder so, sondern das ist jedem selber überlassen. Hat ein Team Vorteile? Ja, auf jeden Fall. Ein Team hat auf jeden Fall Vorteile, würde ich sagen. Natürlich ist zum einen, dass man einfach einen kreativen Austausch hat mit Gleichgesinnten, mit Bastlern. Man kann natürlich dann auch sich selber weiterentwickeln, würde ich sagen. Man kann auch eigene Aktionen mit seinem Team machen, vielleicht ein kleines Basteltreff oder vielleicht einen kleinen Briefaustausch oder wie auch immer. Also man kann da auch selber noch kreativer werden und eigene Aktionen machen. Man hat natürlich auch die Möglichkeit, dass sich tolle Freundschaften bilden. Also das habe ich gerade in unserem Team gesehen, dass das wirklich toll ist und dass man da ja richtige Freundschaften sich entwickeln können, die teilweise auch in weiten Bereichen Deutschlands oder vielleicht auch Österreich oder so verteilt sind. Und man hat dadurch natürlich auch die Möglichkeiten, selber einen Titelaufstieg zu erreichen, wenn man ein Team aufbaut.
Und damit kann man natürlich auch seine Verdienstmöglichkeiten erweitern. Wird ein Umsatz ins nächste Quartal weitergetragen, wenn er erreicht wird? Also wenn man seinen Quartalsumsatz geschafft hat, zum Beispiel man hätte jetzt für 365 Euro schon bestellt und hat noch eine Bestellung für 100 Euro, dann wird dieser Umsatz nicht ins nächste Quartal genommen. Also es bleibt immer am Anfang vom Quartal wird wieder auf Null gesetzt und alles, was in einem Quartal erwirtschaftet wurde oder bestellt wurde, bleibt in diesem Quartal, in dem man es bestellt hat. Man kann also nicht sagen, ich bin ja da schon über meinen Umsatz gekommen im Vorquartal, ich kann das in den nächsten mit rübernehmen. Das geht nicht. Es wird immer auf Null gesetzt. Ist eine Teilnahme an Stampin' Up! Events verpflichtend? Nein, also alle Events, die Stampin' Up! Gibt und auch alle Sachen, die ich zum Beispiel in meinem Team anbiete, wie die Online-Treffen oder das jährliche Treffen, sind nicht verpflichtend. Das ist alles freiwillig. Man kann sich da gerne anmelden, aber man muss nichts. Man muss es nicht machen. Ganz wie man selber möchte. Darf man auch mit anderen Produkten basteln? Ja, man darf natürlich auch mit allen anderen Bastelprodukten basteln, die man vielleicht schon hat. Oder die man sich neu kauft. Neue Schätze, andere Produkte. Da gibt es keine Vorschriften von Stampin' Up!, also man darf das zum Beispiel auch in den Videos zeigen. Also ich habe zum Beispiel manchmal auch ein anderes Klebeband, das ich benutze oder so. Und das ist absolut in Ordnung, das darf man. Natürlich ist es von Vorteil, wenn man selber Kunden hat oder eben für Kunden Bestellungen anbietet, dass man dann halt auch die Stampin' Up! Produkte zeigt. In welchen Ländern kann man Stampin' Up! Demonstrator werden? Da gibt es eine ganz schön lange Liste und die werde ich euch jetzt mal vorlesen, wo man überall Stampin' Up! Demonstrator werden kann. Also, wir können in Deutschland, in Österreich, in Frankreich, im Vereinigten Königreich, in den Niederlanden, in Irland, in Belgien, in den Vereinigten Staaten und deren Territorien, in Kanada, in Australien und in Neuseeland Stampin' Up! Demonstrator werden. Also ihr seht, das ist eine weltweite große Firma und die Produkte können dort überall bestellt werden und dort überall kann man Stampin' Up! Demonstrator werden. Eine Frage, die öfter kommt, ist, wann endlich in der Schweiz, wann man endlich Stampin' Up! Demonstrator in der Schweiz werden kann. Dazu weiß ich nichts. Ich weiß nicht, ob das überhaupt mal möglich ist oder wann und wenn ja oder so, in welcher Zukunft. Das weiß ich leider nicht. Da gibt es keine Angaben. Ja, ihr Lieben, wir sind jetzt am Ende dieses Videos. Ich möchte euch bitten, wenn ihr noch Fragen habt, schreibt die gerne unten in die Kommentare. Dann können es die anderen auch lesen und nochmal vielleicht das ein oder andere beantwortet haben. Ansonsten könnt ihr euch gerne bei mir melden. Wenn ihr in die Bastelwerkstattbande kommen möchtet, dann freue ich mich sehr. Kommt gerne vorbei, schreibt mir gerne eine E-Mail und dann können wir auch telefonieren, wir können da was ausmachen. Schreibt eine E-Mail an babsisbastelwerkstatt@gmail.com und seid herzlich eingeladen, ein Teammitglied der Bastelwerkstattbande zu werden. Ich freue mich auf euch. Weitere Videos zu diesem Thema, die spannend sein könnten für euch, blende ich euch jetzt ein. Und wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr mir gerne einen Daumen hoch geben oder den Kanal abonnieren. Drückt gerne auf die Glocke, dann werdet ihr mal kostenlos informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch. Tschüss!